Kennen Sie das, wenn Sie ein Streitgespräch führen und Sie merken mittendrin, das führt zu gar nichts? Warum? Weil wir wollen Recht haben. Aber mal ehrlich, wie oft geht jemand in ein Streitgespräch mit einer Meinung rein und mit einer anderen raus? Selten. Es kann eigentlich nur um eins gehen, dass die anderen wenigstens zuhören, was ich zu sagen habe. Und damit die uns zuhören, wäre es wichtig, dass wir auch denen zuhören. Und das klappt nur, wenn wir ein bisschen puffern und nicht in die Ja-Aber-Falle laufen. Weil das kennen wir alle so machen. Wir sind nämlich sagen, naja, was du sagst, ist ja zum Teil richtig, aber... Und in dem Moment geht bei der anderen Person die Jalousie hoch, weil wenn wir aber hören, dann wissen wir genau, das ist die Funktion dieses Wortes in der deutschen Sprache, alles, was vor dem aber kommt, ist entwertet. Du, ich finde dich ein super Typ, aber das können wir knicken. Das ist kein Lob, oder? Also wenn wir loben wollen, wenn wir andere wertschätzen wollen, wenn wir ihre Argumente würdigen wollen, dann bitte zuhören, würdigen, sagen, das finde ich einen interessanten Punkt, den du da sagst. Pause, kein Aber. Es sei denn, und da ist aber wertvoll, wir haben negative Botschaften. Du Schatz, mit dem Urlaub dieses Jahr wird's nix. Aber ich weiß, wie wichtig dir das ist, beim nächsten Mal klappt's. Oder, naja, heute beim Italiener haben die keinen Platz mehr bekommen. Aber ich habe was beim Griechen bestellt. Also immer, wenn wir was Positives sagen wollen, Feedback, Lob, Wertschätzung, kein Aber, das macht's kaputt. Haben wir negative Meldungen, dann gerne ein Aber, dann die positive, fühlt sich für alle besser an.